So, liebe Leute, da sind wir auch wieder da. Ich habe es ein bisschen vorlaufen lassen. Und zwar haben wir jetzt zwei Krokodile hier unterwegs. Müssen, da ist gerade eins und das andere steht hier unten. Und ich habe es einmal umlackiert. Ist jetzt braun. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sind beide gleich. Und mehr Wagen können wir momentan da nicht ranmachen. Sonst haben wir hier, also wir haben einfach nicht mehr Platz. Aber das war absehbar, dass das passiert. Okay, was ich jetzt in der Episode machen will, ist hier die Stadt. Ich will einerseits hier den Wirtschaftszweig aufbauen und eventuell schon mal die Strecke hier rauf machen. Das, glaube ich, wird dann die letzte SBB-Strecke. Und dann machen wir ÖBB oder England oder sowas. Also vom Fahrzeugpark, und hier runter müssten wir eigentlich auch noch. Und neue Fahrzeuge. Die E41. Triebwagen. Wieder die AE66. Boah, die ist eine schöne Lok, aber teuer. 16 Millionen. Okay. Wir müssen von da nach da nach da. Ich würde sagen, das wird eine Strecke. Das wird eine Strecke. Da ist es dann aber 1 zu 1. Kann man da eine Strecke draus machen? Okay. Wir schauen nochmal wegen dem Depot Güter. Oh, jetzt haben wir die hier. Truck Parking. Okay. Ich würde sagen. Das mal ausnahmsweise mit dem LKW hier. Und dann hier unten auch, ich würde sagen, auf der Seite. Müssen wir dann aber noch in schön machen. Und natürlich hier. Denke mal, das mit dem Schönmachen machen wir gleich. Und die Straße müssen wir hier noch austauschen. Können wir gerade als erstes machen, da die, was nennen wir denn da? 80. Mittlere. Ja, machen wir das mal. Okay. Wieso nicht? Deswegen. Wegen dir da. Gut, dann ist das halt nicht voll ausgebaut hier. Dann machen wir es hier nach da oben. So, und da haben wir ein Truck Parking Connection Tableland City. Das ist jetzt schon recht groß, ne? Also Truck Parking. Müssen dann eh hier hin. Gas Station. Ich würde sagen, die fahren mal hier rein. Tankstelle. Ich glaube, die machen wir hier hin. Das, glaube ich, dient dann als Depot, oder? Ich weiß, dass es die als Depot gibt. Dachte ich zumindest. Ja, okay. Irgendwie so. Und zwar ist es Shell. Okay, wir brauchen hier aber noch eine Brücke hier. Sprich, wir nehmen wieder die Straße hier. Na. Und schauen, dass das halbwegs normal aussieht. Was nehmen wir denn da?
Sieht gar nicht mal so doof aus. Ja, okay, das machen wir so. Hier dich gerne kaufen. Eine, die nicht so doof aussieht. Okay. Und dann einmal noch da. Das hier auch nochmal schön machen. Okay, dann haben wir das. Ah, so, das wäre einmal von da nach da. Und dann von da nach da. So, das ist dann Setch Field Werkzeug. Setch Field Holz. Und hier auch mal bitte warten. Okay, was schicken wir denn da los? Cargo, Holz, Baumstämme. Der Volvo Viking L485, 18 bis 22. Machen wir mal nach Kapazität. Ja, seht ihr. Den können wir dann auch gerade fürs Werkzeug nutzen. Gut, ich würde sagen, da schicken wir mal. Können wir die gleich einfärben? Kann ich die überhaupt einfärben? Die mache ich grün. Holz. Grün wie die Natur. Die sehen ja geil aus. Und schöne. Jetzt fahren da schon die ersten hier rein. Weil es gilt nämlich als Point of Interest. Geil. Jetzt kriegen wir da Verkehr. Nice. Wenn wir fies sind, dann könnte man da die Bushaltestelle hinmachen. Zur Tankstelle. Mit dem Bus fahren. Da ist sogar Mackies da drin. Jetzt weiß ich, warum das ein Point of Interest ist. Electric Charging, Taxi. Schon modern hier, ne? Okay. Mal ein bisschen vorspulen. Und dann werden wir schon mal ein paar für die andere Strecke brauchen. Was machen wir denn da? Erstmal drei. Und die könnten wir eigentlich in blau lassen. Die kommen dann zum Werkzeug. Haben die da unterschiedliche. Ja, passt. Gut. Ein bisschen schneller. Jetzt wissen wir, ob das 18 oder 22 hier werden. Nicht schlecht. Wie schaut das da oben drauf? Kann man so machen, ja. Okay, cool. Das heißt, wir haben schon wieder mal kein Geld und die sind hier schon da unten. Zuerst die Strecke oder zuerst den Bahnhof bauen? Könnte mal schauen, also es wird ja ein Kopfbahnhof. Vielleicht nicht ganz so schnell laufen lassen. Altbronner Bahnhof. Nee. Niederländische Station. Hessischer Bahnhof. So ein Kleingebäude. Ich denke, zwei Gleise.
Aber wo baue ich dich hin? Hier vielleicht. Jetzt sind wir hier ein bisschen oben, ne? Es ist ein bisschen sinnbefreit hier. Okay, das heißt, die Straße muss weg. Oh ja. Tun wir das mal wieder schön machen hier. Ich denke 160. Hier ist jetzt einfach mal. Noch mal eine leichte Kurve. Dass du jetzt nach oben gehst, gefällt mir nicht so sehr. Oh, das gibt's nicht. Kommt ihr mir da? Sowas sollte mir echt passieren. Also nochmal. Ganz so steil nach oben. Wobei wir brauchen ein Stück gerade. Okay, und jetzt da eine leichte Kurve. Warum? Wenn du da gleich bleibst. Oder wir machen hier gleich einen Tunnel. Sieht dann aber nicht so schön aus, ne? Bisschen verflucht hoch. Angenommen, man macht es so, dann hätten wir hier ein echt hohes Viadukt. Wir müssen dann hier wieder runterkommen. Wenn ich das jetzt durchziehen würde. Auf die Höhe kommen. Das könnte ich sogar bauen. 4,4 Millionen. Das heißt hier. Ich gehe da einmal durch den Berg durch. Das ist halt eine Kurve, ne? Gerade, dass man dann hier weiter rausfährt. Ich weiß, ob ich das so haben will. Ich möchte nicht, dass das eine Kurve ist. Also hier, ja, andererseits. Belastung. Was kostet das eigentlich, wenn ich dann hier die Brücke mit reinmache? Was modernes. Das sind schon 6 Millionen. Hier. Ah, das sieht kacke aus. Neun Millionen. Oh shit, ey. Mach mal erstmal nicht so. Ich hätte jetzt gerne mal das da gebaut. Wenn es geht, konstant nach unten. Und schauen, dass wir hier gerade werden. So
Ja. Schwierig, wenn ich mal das jetzt da so als Referenz nehme. Oh, dann so eine Kurve rein. Ich baue es erstmal so. Was machen wir hier brückentechnisch? Ah, come on. Ja, okay, machen wir mit der. 6 Millionen. Ach, Mann. Okay, lassen wir mal ein bisschen vorlaufen, bis wir 6 Millionen haben. wir könnten doch was anderes nehmen. 5 Millionen. 4 Millionen. Also jetzt, ja, dann macht er wieder das hier. Nö. Small, medium. Macht das bei dem Preis was? Nee. Also, ja, wir haben eigentlich gar nicht so viel Auswahl. Sieht scheiße aus. Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Ich glaube, wir bleiben bei dem. Ja. Also, 6 Millionen. Dann warten wir hier mal. Macht eigentlich der Rest der Strecke hier so? Da bräuchte man vielleicht mal Unterstützung. Im Sinne von mehr Trams. Okay, liebe Leute, ich werde mal kurz eine Aufnahmepause machen. Für euch gibt es noch einen Schnitt und dann haben wir wieder genügend Geld. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir haben Geld. Ich habe es gleich 5 Minuten oder so vorlaufen lassen. Und mir ist dabei was aufgefallen. Schaut mal. Wenn die hier das Werkzeug aufladen, dann sieht es aus, als hätten die da Weizen drauf. Also wenn das irgendwie eine Holzschachtel sein soll, ich weiß nicht, sieht ein bisschen falsch aus. Okay, aber wir können jetzt unsere Strecke weiterbauen. Wird nicht gebaut, solange die Strecke nicht fertig ist. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Als Referenz ungefähr. Stehen wir jetzt gerade das als gerade Referenz. Irgendwie dann so. Ich hätte gern, dass du nach unten gehst. Okay, dann Brücke. Irgendwas in der Richtung. Ja, sonst haben wir ja keine. Okay, dann wäre es das. Und dann hier eine Gerade. Ich hoffe, das geht sich aus mit der Höhe. Wobei, nee, wir sind hier viel zu hoch, ne? Auch wenn ich wollte, würde ich hier niemals den Anschluss kriegen. Na. Okay. Dann müssen wir hier schon steil nach unten gehen. Also alles wieder abreißen hier. Dann kriege ich hier das Geld wieder. So. Also. Das heißt, wir sagen, der soll Steine rum. Das wird böse. Also die Loks werden da keinen Spaß mit uns haben. Ne. Medium, sowas. Okay.
Gut, dann schauen wir mal, wie es jetzt ist. Würde ich jetzt theoretisch den Anschluss hier da kriegen? Steigerung zu groß. Ist also meh. Müssen wir eine Serpentine fahren? Wird schon gehen. Das ist dämlich. Irgendwie hier so. Okay, ich habe eine Idee. Wir fahren so lang und machen dann hier eine Kurve rein. Hier das Abreißen ist ein bisschen nervig. Wir haben jetzt ja hier die Kurve. Was ist, wenn ich ab da gerade fahre? Komm, snap mal, damit du gerade bist. Da verfehlt man so ein bisschen den Berg. Ich würde nämlich gerne hier so reinkommen und dann da so rüber. Haben wir aber hier eine leichte Kurve. Okay, machen wir das halt nochmal anders. Komm. Ich will das Gleis, nicht den Baum. So. Zur Steuerung Z-Funktion wäre ganz super. Okay, also. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier gerade richtig hinkommen. Dann da so rüber, okay. Einmal den hier. Ich hoffe, das passt jetzt. So. Es ist jetzt wieder Chaps. Dass du gerade bist. Bitte. Jetzt sind wir hier. Naja, besser als vorher. Okay. Brücke, Brücke. Ja. So da. Und jetzt hier eine Kurve. Moment mal. Da ist jetzt aber das Segment hier ohne der Brücke. Das ist kacke. Vielleicht ist das jetzt eh gerade mein Vorteil. Wenn man das jetzt. Also hier natürlich wieder so. Kommen wir hier rein und dann sind wir.
einfach mal hier mal so entlang. Okay. Und dann müssen wir hier die Kurve irgendwie schaffen. Gar nicht mal so doof. Hier haben wir jetzt keine Brücke mehr. Okay. Und jetzt hier den Anschluss. 159, das heißt, hier brauchen wir noch ein Stück gerade. Und dann so. Nice. Okay, dann hätten wir da die Strecke. Sollen wir das erstmal eingleisig lassen, ne? Eigentlich auch nicht. Das gefällt mir hier sehr gut. Da ist aber. Da gleich. Ach, wisst ihr was? Nachdem wir es hier eh schon stellenweise haben, ziehen wir es da gerade zweigleisig. Da muss ich mir jetzt überlegen, wie ich den Anschluss hier mache. Einmal hier so. Und kann ich mir nicht leisten. Das ist super. Okay. Dich brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt gar nicht mal so doof worden, muss ich sagen. Und dann haben wir uns auch diese fette Brücke hier gespart. Geht konstant noch um. Ich glaube, so unrealistisch wäre das gar nicht, dass man das so machen würde. Ja, Tunnel ist ein bisschen Overkill natürlich. Okay. Komm, gib mir Geld. Bitte, danke. Dann mal schauen. Also ich hätte gern einen Personenzug, der halbwegs schnell ist. Also hier wird er dann sowieso ausgebremst. Aber da, das Stück, könnte er dann relativ schnell fahren. Aber ich glaube, die schnellste Lok, die wir haben, die fährt eh nur 125. Also zumindest, wenn wir bei SBB bleiben, für den Abschnitt. Schauen wir mal. Nach Höchstgeschwindigkeit. Ja, das ist eine ÖBB-Lok, die fährt 130, die 1010. Und die AS66 125. Fake-Lokomotive. Kann nur zum schön ausschauen. Ja, 16 Millionen 125 und die RE44 kostet 7 Millionen und fährt 125. Oh, die E10. Die E40. Das wäre so. Oh, mit dem wäre ich auch noch fahren. Aber die E10 und die E40, die war garantiert niemals in der Schweiz unterwegs. Also was garantiert? Ich glaube es einfach nicht. Die BR 110. Die E10, Einheitsmodell für den Schnellverkehr 1950, Konzept der Bundeswehr war lange die wichtigste und bleibt zu der Zeit in Bayern. E10-1 mit großem Einzelabgas, geht für die E10, bla bla. Okay. 14 Millionen. Wir könnten jetzt so tun, dass die SBB sich mal so eine Lok geholt hat. Den Schnellzugverkehr. Hat sich jetzt gerade das Spiel aufgehängt. Nein. Nein. Jetzt ist doch gerade das Spiel abgeschmiert. Okay. Ja, also dann. Liebe Leute, ich starte mal wieder durch und muss vermutlich die Strecke neu bauen. Also. Bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder da. Das Spiel ist mir jetzt mehrmals abgecrashed. Und ich hatte zuerst die Brücke da in Verdacht, dass die das Spiel immer zum Abschmieren bringt. Gemäß Crashlogs war es aber eine Industrie, die größer werden wollte. In dem Fall war es vermutlich hier das Sägewerk. Und da wird es hier auch gleich wieder größer, wenn ich das sehe.
Und sobald er das gemacht hat, ist er crashed. Jetzt habe ich ihn hier mal neu platziert, habe die Straße nochmal neu gemacht. Und ich hoffe, jetzt macht das nicht mehr. Die Strecke habe ich jetzt zweigleisig ausgebaut. Und jetzt müssten wir hier noch ein Signal hinstellen. Ich hätte es gern. Ist da? Und das hätte ich gerne rechts. Nochmal die hier. Signal 3. Ne, halt. Okay. So. Wir wissen ja schon, dass die in den Tunneln ja nicht so geil sind. Ich hätte jetzt gern mal. Ich mache jetzt trotzdem ein Autosignal. Müssen wir es halt neu platzieren. Es muss neu platziert werden. Das werden wir dann. Dahin pflastern. Ist weg. Das ist eigentlich auch das überflüssig. Du bist hier vor dem Tunnel. Da ist es nichts drin. Alles klar. Ja, du kannst hier erstmal stehen. Ach scheiße, jetzt haben wir das mit dem Dreier gemacht, ne? Ja, egal. Ja gut, dann machen wir es halt mit denen. So, die hier versetzt. Du bist nicht im Tunnel, du bist nicht im Tunnel, du bist nicht im Tunnel, auch nicht. Du bist im Tunnel. Okay. Dann brauche ich hier noch eine Kreuzung. So. Perfekt. Und das Ganze noch ein bisschen schön machen. Ich glaube, wir müssen es eh nicht so sehr machen. Sah eigentlich eh gar nicht so doof aus. Okay. Okay. Cool. Dann hätte ich da noch gern die Schilder. Ich glaube, wo sind die jetzt drin gewesen? Da. Du darfst hier 100. Ne, sind die falschen. 160 fahren. Da zum Bahnhof hin. Der 20 Ankündigung machen wir hier. Und da glaube ich waren es 120 wieder. Der Kurve da. Schau, dass es richtig aus. So. Ankündigung für 120. Eigentlich so gar keinen Sinn. Die 160er Tafel. Und da darfst du wieder 160 haben. Und hier 120. 20 Ankündigung. Gut. Und ich würde sagen 80er Ankündigung für ein. Ja, shit, ich sehe es jetzt natürlich da nicht. Dann sagen wir einfach, das wäre schon da. Und 80 ab hier. Das sieht ja geil aus. Heh. Cool. Passt. Hätten wir das. Und dann habe ich noch ein Problem mit dem Bahnhof. Da fehlt was. Ich weiß aber nicht, was es ist. Also, werden wir den hier mal umbauen. Und du kommst hier weg. Das heißt, wir brauchen Passagiergebäude, was anderes. Interessant.
Ansonsten machen wir halt das Gebäude halt hier hin. Ja, da fehlt irgendwie was. Jetzt macht das auch mit den Augen hier mehr Sinn. Sieht das doof aus? Jetzt kommt hier Parkplatz. Hast du jetzt vom Steintyp nicht kannst, ne? Okay, das heißt, dann kann ich mir hier noch was Tolles einfallen lassen. Könnten wir hier noch ein Depot hinklatschen, ein kleines. Das glaube ich, habe ich noch gar nicht gebaut. Eichenbach. Wir könnten das jetzt auch Reichenbach hier nennen. Du musst mal ignorieren. Also dass da Reichenbach draufsteht. Dann kann der noch hier das hier machen. Okay. Lass ich mir so einreden. Irgendwie so ein Ausfahrsignal. Okay. Eigentlich bräuchte ich das hier auch noch. Da lassen wir es, aber da könnten wir noch eine Lok hinstellen. Wenn es was passt. Oder wir sagen, da ist eine kleine Museumsbahn und die haben da so einen Museumswagen hier stehen. Die aber nicht so sind. Ja, weil. Ja, wer weiß. Vielleicht haben die da eine Dampf. Ja, sieht scheiße aus. Also wenn man so sieht. So fällt es jetzt wirklich auf. Okay. Dann haben wir hier das mit dem Straßenanschluss. Die Frage, wie wir das jetzt am doofsten hier machen. Sieht bescheiden aus. Machen wir das mal anders. Gibt's das auch? Ein kleiner, aber mit zwei Wege. Wenn dieser Rand da nicht die ganze Zeit wäre. Es geht in zwei Wege. Und wir sind hier auf der gleichen Höhe. Jetzt müssen wir nur noch das irgendwie schön hinkriegen. Ja, lass ich mal einreden. Okay, wir fahren hier noch ein bisschen weiter. Warum kriege ich das jetzt hier nicht so steil hin? Von der Krümmung her. Na gut. Oh shit, das wollte ich jetzt gar nicht. Dann muss das genügen. Also da könnte auch ein Bus hier reinfahren. Aber vom Busdepot. Schauen, gibt es da schon was Neues? Greyhound Bus Station. Du aus. Wo bleibt da der Bus stehen? Wo könnte man das jetzt platzieren?
Ist das Museum, das wir da mal bauen? Busstraumstation Medium. Das wäre sowas. Das gefällt mir eigentlich. Das sind ein bisschen teuer hier. Warum eigentlich nicht? Ja, okay. Hier nochmal begradigen. Wobei, die werden es dann eh wieder umbauen. Ah, das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Gut, man sieht es aber eh kaum. Okay. Passt. Dann als nächstes werden wir hier mal ein paar Straßen ziehen. Eine Buslinie. Und Geld sparen für den ersten Zug von da nach da. Schauen wir mal dann die Bahn hier nennen. Die wird halt ein bisschen ausgebremst durch die Kollegen hier. Nachdem die halt nur mit 75 unterwegs sind. Ich hoffe, der hat sich jetzt auch da nicht verändert, dass ich da ein Signal hingebaut habe. Nee. Habe ich die das richtig platziert? Ja. Okay. Ja, so der Plan. Dann brauchen wir noch ein bisschen Geld. Ist die Frage, mit was wir dann da hochfahren. Also ich würde ja schon recht schnell... Also ich möchte da noch das mit der SBB machen und dann suchen wir uns was anderes aus. Ein ET30. 101 Personen. Blauer Pfeil mit 110. 40 Leuten fast. Oder ein VT. 140. 80 Leute. Also der Trans-Europe Express, der ist auch mal in die Schweiz reingefahren. Das könnte man machen. Oder VT, wobei. Ich glaube, der ist nicht so happy mit Bergstrecken. Und da sind es auch noch 55 Leute, 11 Millionen. Das ist ÖBB wieder. Der rote Pfeil. Kostet auch nur 2 Millionen. Kann aber auch nur 20. Ansonsten von den Lokis her. Ja, die SBB. ÖBB. 20. Ich will eigentlich eine andere Lok, nicht die schon wieder. Ja, BLS-Lok wäre auch ziemlich geil. Mal als Abwechslung. 11 Millionen. Okay, überlege ich mal. Bis zum nächsten Part der Episode. Also, dann, ich wünsche euch was. Lasst einen Kommentar und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.